Wenn man am Hafen steht, dort, wo die Schiffe verteut werden und auf die See hinausblickt, sieht man links einen Berg, der völlig mit grünem Jungwald überwachsen ist. Dahinter liegt ein großes Gebäude, das die Form einer Spinne hat. In der Mitte nämlich ist ein Rundbau, von dem 8 Flügel ausgehen, genau wie die 8 Beine von dem runden Körper einer Spinne. Wer in dieses Haus gerät, darf nicht wieder hinaus, wann er will. Manche bleiben auf Lebenszeit dort. Es ist das Zuchthaus. Zur Zeit Oskars des Ersten war der Berg nicht grün. Im Gegenteil, er war grau und kahl und nichts wuchs auf ihm, weder Moose noch Stiefmütterchen, die sonst auf nackten Felsen gedeihen. Es gab nur Graustein und graue Menschen, die versteinert aussahen. Die Steine klopften, Steine sprengten und Steine trugen. Unter diesem Volk des steinernen Zeitalters gab es einen, der noch versteinerter aussah als die anderen. Er war noch ein Jüngling, als er in dieses Zuchthaus gesperrt wurde, weil er einen Menschen getötet hatte. Er war ein Lebenslänglicher, und auf seine grauen Kleider waren die schwarzen Buchstaben LF eingenäht. Winter und Sommer kamen und gingen, und noch immer war er auf dem Berg und klopfte Steine. Im Winter sah er den Hafen öde und leer liegen. Zuweilen segelte eine Eisjacht am Holm vorüber, sonst war es öde und still. Wenn der Sommer kam, wurde es heiterer. Da war der Hafen von bunten, frisch angemalten und beflaggten Schiffen umrahmt. Dann grünten die Linden, unter denen er als Kind gesessen hatte, wenn er auf seinen Vater wartete, der Maschinist auf einem herrlichen Dampfer war. Nun hatte er seit vielen Jahren den Wind nicht mehr durch Bäume rauschen hören, denn auf seiner Klippe wuchs nichts. In seiner Erinnerung jedoch lebte das Sausen in den Linden als das Einzige, wonach er sich sehnte. Wenn an einem heißen Sommertag ein Dampfer vorbeifuhr, hörte er das Rauschen des Kielwassers und manchmal auch Blechmusik. Er sah frohe Gesichter, aber sie verdunkelten sich schnell, sobald sie die grauen Steinmänner am Berge erblickten. Dann fluchte er. Er verfluchte Himmel und Erde, sein Schicksal und die Grausamkeit der Menschen. So hatte er Jahr aus, Jahr ein geflucht. Mit seinen Kameraden hatte er geflucht und Tag und Nacht Qualen ausgestanden. Denn das Verbrechen trennt die Leidenden, während das Unglück sie eint. Anfangs war das Leben unnötig grausam und die Aufseher misshandelten die Gefangenen unbarmherzig und willkürlich. Eines Tages jedoch trat eine Änderung ein. Die Verpflegung wurde besser, die Behandlung milder. Und jeder Gefangene durfte in einer eigenen Zelle schlafen. Der König selbst hatte die Fesseln der Gefangenen etwas gelockert. Aber die Hoffnungslosigkeit hatte die Herzen dieser Unglücklichen versteinert. Und sie fluchten weiter. Plötzlich fanden sie es sogar schöner, im selben Raum zu schlafen, weil sie dann nachts miteinander reden konnten, und genau wie früher klagten sie über das Essen, über die Kleidung und über die Aufseher. Eines Tages läuteten alle Glocken in der Stadt. König Oskar war tot, und die Gefangenen bekamen einen freien Tag. Während sie nun miteinander sprechen konnten, beratschlagten sie einen Fluchtversuch. Sie beredeten, wie sie die Wache totschlagen könnten, und sie kamen auf den verstorbenen König zu sprechen, und sie sprachen schlecht über ihn. »Wäre er gerecht gewesen, er hätte uns freigelassen«, sagte einer der Gefangenen.
oder er hätte alle festsetzen müssen, die etwas verbrochen haben und noch frei herumlaufen. Dann hätte er selbst Gefängnisdirektor werden können. Das ganze Volk gehörte eingesperrt. Es war ein heißer Sommertag, als der Steinmann am Strand entlang ging und das Glockenläuten zu Ehren des toten Königs hörte. Er suchte unter den Strandsteinen nach Groppen und Stichlingen, fand aber keine. Und auch draußen im Wasser konnte er keine Rotaugen und Blecke sehen. Deshalb zeigten sich auch keine Möwen oder Seeschwalben. Da empfand er, wie stark der Fluch über diesem Orte lag. Nicht einmal Fische oder Vögel wollten sich ihm nähern. Wieder grübelte er über sein Schicksal. Er hatte seinen Namen, seinen Vornamen und Familiennamen verloren und hieß jetzt Nummer 65. Ein Name mit Ziffern anstatt mit Buchstaben geschrieben. Er wurde nicht im Einwohnermeldeamt geführt, bezahlte keine Steuern, wusste nicht, wie alt er war kein Mensch mehr, lebte nicht mehr, aber er war auch nicht tot. Er war nichts, nur etwas, das sich grau im Berge bewegte und auf das die Sonne entsetzlich herniederbrannte. Auf die Kleider, auf den Kopf mit dem kurzgeschorenen Haar, das einmal lockig gewesen war und das die sanfte Hand einer Mutter gestreichelt hatte. Heute durfte er keine Mütze tragen, um die Flucht zu erschweren. Während die Sonne ihm auf den Scheitel brannte, fiel ihm die Geschichte vom Propheten Jonas ein, der vom Herrn einen Rizinusbaum erhielt, damit er in seinem Schatten sitzen könne. Und was erwartete ihn später? Höhnte er, denn er glaubte an nichts Gutes, absolut nichts Gutes. In diesem Augenblick bemerkte er einen großen Birkenbusch, der sich auf der sanften Brandung wiegte. Er war noch ganz grün, hatte einen weißen Stamm und war vielleicht von einem Vergnügungsdampfer herabgefallen. Der Steinmann zog ihn an Land, schüttelte das Wasser ab und nahm ihn mit. Er zog ihn in eine Schlucht und stellte ihn zwischen drei Steinen aufrecht. Unter diese Birke setzte er sich und hörte, wie der Wind sanft durch das Laub blies, das nach feinstem Harz duftete. Eine Weile dämmerte er so vor sich hin, dann schlief er ein. Er träumte. Der ganze Berg war ein grünender Hain aus lieblichen Bäumen und duftenden Blumen. Vögel sangen, Bienen und Hummeln summten und Schmetterlinge flatterten. Doch ganz abseits stand ein Baum, den er nicht kannte. Er war schöner als alle anderen, denn er hatte mehrere Stämme wie ein Busch, und die Zweige bildeten, geknickt und gebogen, ein Muster wie eine Häkelarbeit. Unter seinem glänzenden Laub saß ein kleiner schwarz-weißer Vogel, der einer Schwalbe glich, jedoch keine war. Im Traum konnte er die Vogellaute deuten, und so hörte und verstand er einigermaßen, was der Vogel sang. Es handelte von Schlamm, von Tod und Auferstehung. Das verstand er. Doch der Traum ging weiter. Er stand auf der Klippe, einsam in der glühenden Sonne, brennend vor Hunger und Durst. Alle Kameraden hatten ihn fortgestoßen und sein Leben bedroht.
denn er wollte sich nicht daran beteiligen, das Zuchthaus in Brand zu stecken. Sie standen in einem Haufen hinter ihm und hetzten ihn mit Steinen den Berg hinauf, so weit er kommen konnte. Endlich versperrte ihm eine Mauer den Weg. Er sah keine Möglichkeit, hinüberzusteigen. In seiner Verzweiflung beschloss er, mit dem Kopf gegen die Mauer zu rennen und sich auf diese Weise umzubringen. Er stürzte den Berg hinunter und siehe, im selben Augenblick öffnete sich eine Pforte, eine grüne Gartenpforte, und er erwachte. Er erkannte seine Lage und wurde sich bewusst, dass der liebliche Hain zu einem Birkenbusch zusammengeschrumpft war. Missgestimmt sagte er zu sich selbst: Wenn es doch wenigstens eine Linde wäre. Am nächsten Tage war die Birke verwelkt und spendete nur noch wenig Schatten. Am Tage darauf war das Laub trocken wie Papierfetzen und die Krone klapperte wie mit Zähnen. Schließlich stand in der Felsenschlucht nur noch eine große Birkenrute. Da musste er wieder an den Rizinusbaum und den Propheten denken, und er fluchte, wenn die Sonne ihm auf den Scheitel brannte. Das Land hatte einen neuen König bekommen, und in Regierung und Verwaltung fuhr frischer Wind. Die Stadt sollte eine neue Fahrrinne bekommen, deshalb wurden die Gefangenen oft abkommandiert, um zu baggern. Zum ersten Mal seit vielen Jahren durfte er seine Klippe verlassen. Er fuhr wieder auf dem Wasser und bemerkte viel Neues in seiner Geburtsstadt. Vor allem sah er Eisenbahnschienen und Lokomotiven. Unterhalb des Bahnhofs sollten sie baggern. Schon begannen sie, allen Unrat, der sich auf dem Meeresboden angesammelt hatte, hoch zu hieven. Alte Schuhe kamen hoch, verfaultes Fett aus der Stearinkerzenfabrik, Farbfasern aus der Färberei, Gerberlohe aus der Gerberei und alles menschliche Elend, das die Wäscherinnen in 100 Jahren an ihren Spülplätzen ausgegossen hatten. Ein Gestank von Schwefel und Ammoniak quoll ihnen entgegen, so unerträglich, dass nur ein Gefangener imstande war, ihn auszuhalten. Als der Kahn beladen war, fragten sich die Gefangenen, wohin der Schmutz wohl gebracht werden würde. Die Antwort ließ nicht auf sich warten. Der Bootsführer nahm Kurs auf ihre eigene Klippe. Dort luden sie den Schlamm aus, und schnell war die Luft verpestet. Sie wateten in Dreck. Sie beschmutzten ihre Kleidung, ihre Hände, ihre Gesichter. Das ist die Hölle, fluchten die Gefangenen. Ein paar Jahre lang baggerten sie und löschten ihre Ladung auf der Klippe, die schließlich ganz bedeckt war. In jedem Spätherbst fiel der Winterschnee und verbarg all den Unrat unter seinem weißen Laken. Dann kam wieder ein Frühling und der Schnee schmolz. Der entsetzliche Gestank war verschwunden und der Schlamm begann wie Erde auszusehen. In diesem Frühling gingen die Baggerarbeiten zu Ende und der Steinmann musste von nun an in der Schmiede arbeiten, so dass er nicht mehr auf die Klippe kam. Doch einmal im Herbst schlich er hin und sah etwas Merkwürdiges. Es wuchsen Kräuter auf dem Schlamm. Allerdings waren es hässliche, fette Kräuter, vor allem eines, das man Zweizahn nennt und das den Nesseln gleicht, jedoch braune Blüten hat. Hässliche Blüten.
denn Blumen sollen weiß, gelb, blau oder rot blühen. Aber auch richtige Nesseln wuchsen mit grünen Blüten und Kletten, Sauerampfer, Disteln und Gänsefuß, alle die hässlichen, brennenden, stechenden, stinkenden Pflanzen, die der Mensch nicht mag und die sich vorwiegend auf Schutthaufen, Brandstätten und Schlammbergen ansiedeln. Die See haben wir gereinigt, doch den Schmutz haben wir bekommen, schimpften die Gefangenen. Das ist nun der Dank dafür. Dann kam eine Zeit, in der er auf eine neue Klippe gebracht wurde, die eine Festung werden sollte, und er klopfte wieder Steine, Steine, Steine. Hier büßte er ein Auge ein und wurde ab und zu geschlagen. So lange war er dort, bis auch der neue König inzwischen starb und wieder einen Nachfolger bekam. Am Tage der Krönung sollte ein Gefangener begnadigt und freigelassen werden. Einer, der sich am besten geführt hatte und zur Erkenntnis gekommen war, dass er Unrecht begangen hatte. Und das war er. Aber da murrten die anderen Gefangenen, ihnen geschähe Unrecht, denn in ihren Kreisen wird der als Jämmerling betrachtet, der bereut, wofür man ja nichts kann. Wieder vergingen Jahre. Der Steinmann war schon sehr alt, und da seine Kräfte für schwere Arbeit nicht mehr ausreichten, wurde er zu seiner Klippe zurückgeschafft und musste Säcke zusammennähen. Eines Tages kam der Pfarrer, blieb bei dem Steinmann stehen und schaute ihm beim Nähen zu. Nun, meinte der Pfarrer, wirst du eigentlich nie von hier fortkommen? Wie sollte das wohl zugehen? Antwortete der Steinmann. Wenn du zur Einsicht gekommen bist, dass du Unrecht getan hast, sobald ich einen Menschen sehe, der mehr tut als gerecht ist, werde ich glauben, dass ich Unrecht getan habe. Aber das wird nie geschehen. Mehr als gerecht. Das ist die Barmherzigkeit. Möchtest du sie doch bald erfahren? Eines Tages wurde der Steinmann abkommandiert, um draußen auf der Klippe, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte, Wege anzulegen. Wieder war es ein Sommertag. Es war warm und die Dampfer rauschten vorbei, schön wie Schmetterlinge. Als er aber auf die Landzunge kam, da sah er keine Klippe mehr, sondern einen lieblich grünenden Hain, wo das Laub im Winde glitzerte wie kleine Wellen auf der See. Es waren hohe, weiße Birken und zitternde Espen, und am Strande standen Erlen. Es war genau wie in seinem Traum. Unter den Bäumen flüsterte Gras, Blumen nickten, Hummeln flogen und Schmetterlinge flatterten umher. Es sangen viele Vögel, doch er konnte ihre Laute nicht deuten, und daran merkte er, dass es kein Traum war. Der Fluch des Berges hatte sich in Segen verkehrt.
und er konnte nicht umhin, an den Propheten und den Rizinusbaum zu denken. Das ist Gnade und Barmherzigkeit, sagte etwas in ihm, eine Stimme oder eine Mahnung, wie man es nennen will. Wenn jetzt ein Dampfer vorüberfuhr, verfinsterten sich die Gesichter nicht mehr, sondern erhellten sich beim Anblick des schönen Grüns. Ja, er glaubte sogar, jemand winkte, wie man zu tun pflegt, wenn man an einer Sommerfrische vorüberfährt. Er ging einen Weg unter säuselnden Bäumen entlang. Eine Linde war zwar nicht da, doch wagte er nicht, sich eine zu wünschen, damit die Birken sich nicht in Ruten verwandelten. So viel hatte er gelernt. Als er durch den Laubgang schlurfte, erblickte er, weit vor sich, eine weiße Mauer mit einer grünen Pforte. Er hörte jemand spielen, doch nicht auf einer Orgel. Es war ein fröhlicher und schneller Rhythmus. Über der Mauer war das schöne Dach einer Villa zu sehen und eine blau-gelbe Fahne flatterte im Wind. Er sah hinter der Mauer einen Ball in frohen Farben hochsteigen und wieder herunterfallen. Kleine, zarte Stimmen zwitscherten und das Geklirr von Tellern und Gläsern verriet ihm, dass ein Tisch gedeckt wurde. Er kam bis zur Pforte und sah einen Fliederbusch blühen. Darunter wurde ein Tisch gedeckt. Kinder spielten, es wurde musiziert und gesungen. Das ist das Paradies, flüsterte er. Lange stand er da und schaute. So lange stand er, dass er, der Alte, vor Müdigkeit, Hunger, Durst und allem Elend des Lebens in sich zusammensank. Da wurde die Pforte geöffnet und ein kleines, hell gekleidetes Mädchen kam heraus. In den Händen trug es ein Tablett aus Silber. Auf dem stand ein Glas mit Wein. Röter als aller Wein, den er je gesehen hatte. Das Kind trat schnell auf den Alten zu und sagte, »Komm, lieber Alter, ich bringe dir etwas Wein.« Der Alte nahm den Pokal und trank. Es war der Wein des reichen Mannes, der aus fernen Sonnenländern gekommen war, und er schmeckte gut, wie die Süße des guten Lebens, wenn es am besten ist. Doch du, Kind, würdest mir in deinem Unverstand dieses Getränk nicht gebracht haben, wenn du gewusst hättest, wer ich bin. Weißt du, wer ich bin? Natürlich, du bist ein Gefangener, antwortete das Mädchen. Das hast du gewusst.
Das ist Barmherzigkeit. Als der alte Mann zurückkehrte, war er nicht mehr aus Stein, sondern auch in ihm hatte etwas zu wachsen begonnen. Als er an einem schroffen Abhang vorüberging, erblickte er einen Baum mit vielen Stämmen wie ein Busch. Es war der schönste von allen, ein Kreuzdorn. Doch das wusste der Alte nicht. In dem Baum flog ein kleiner, unruhiger Vogel hin und her. Er war schwarz und weiß, wie eine Schwalbe. Der Volksmund nennt ihn Baumschwalbe, obgleich er anders heißt. Die Baumschwalbe setzte sich oben ins Laub und sang traurig und sanft. Sie sang von Schlamm und Tod und Auferstehung. Es war genau wie im Traum. Und da verstand der Alte, was die Baumschwalbe gemeint hatte.